Allerdings hält Merkel nicht mehr strikt an der 35er-Inzidenz für Lockerungen fest. In der Beschlussvorlage steht, Bund und Länder wollen nun erproben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren 7-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden. Bereits ab Montag, 8.3, sollten weniger strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Demnach dürften sich wieder mehrere Mitglieder zweier Haushalte erlaubt werden, dies für maximal 5 Personen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt würden. Lesen Sie auf Corona-Debatte. SPD-Chef geht auf Merkel und ihre CDU-Minister los. Die SPD-Spitze kämpft jetzt mit offenem Visier gegen Kanzlerin Angela Merkel und den Koalitionspartner. Das Papier sieht weitere Öffnungsperspektiven vor, über die am Mittwoch beraten werden. Bild analysiert die neue Beschlussvorlage ab 11.15 Uhr in einer Sondersendung. Thank you.